Da ich wenn so mal City-Videos haben eine richtig schlechte Qualität, dass ich mir das erste Mal Mahjong gespielt habe. Ich werde es erneut spielen, aber zuerst mal werde ich mal schauen, was man noch machen kann. In den Optionen. Animationen, Sounds, Tipps. Okay, nichts wirklich Interessantes. Ich könnte es jetzt eigentlich nochmal probieren. Werde ich jetzt die Spinne machen. Und los. Und jetzt bin ich schon deutlich routinierter. Jetzt habe ich auch schon den richtigen Blick fürs Mahjong-Spielen, also sollte ich die diesmal in der richtigen Reihenfolge erwischen können. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wie man in diesem Spiel jetzt eigentlich wirklich gewinnt, also gezielt gewinnt. In welcher Reihenfolge man die Steine entfernen muss, dass es dann am Ende aufgeht. Weil das letzte Spiel habe ich es anscheinend falsch gemacht, weil es nicht aufgegangen ist. So, und mal rein nach Logik müsste ich doch versuchen, Steine frei zu machen. Das heißt, Steine zu entfernen, die andere Steine blockieren. Theoretisch. Wäre jetzt meine Idee. Oder ich nehme einfach irgendwelche Steine. Was ich jetzt, glaube ich, auch tun werde. Ich hoffe einfach, dass es funktioniert. Ja, mal ja, eben. Ich muss jetzt kurz überblicken und überlegen, was ich als nächstes tue. Also dass ich die möglichst optimalen Züge mache. Weil ich will ja diesmal gewinnen. Und ich ferne einfach wieder weiter Steine. Warte darauf, dass irgendwie was passiert. Wobei ich sagen muss, es ist ganz schön gemacht mit diesen verschiedenen Animationen und so, aber irgendwie ist es trotzdem furchtbar fad, dieses Spiel. Ich hätte mir irgendwie gedacht, dass da mehr Spannung drin ist. Da war mein Sweeper deutlich lustiger. Und vor allem hatte man da schneller Durchblick, also da habe ich mir nichts verstanden, was ich falsch gemacht habe. Hier spiele ich einfach drauf los und am Ende habe ich dann irgendwie verloren. Ich weiß nicht mal, wo mein Fehler lag. Also wenn irgendjemand eine Ahnung hat, wie dieses Spiel richtig spielt, könnte es mir ruhig irgendwie sagen in den Kommentaren, also einer meiner Millionen Zuschauer. Jetzt komme ich dann leider wieder gut weiter, also vielleicht sitzt der, vielleicht habe ich es jetzt raus und komme durch. Wie ich das immer sage und dann fällt mir nichts mehr ein. Schon irgendwie blöd. Auch jetzt wird die Anzahl an Steinen immer geringer. Ich rechne jeden Moment, dass da steht, dass es keine Übereinstimmung mehr gibt und ich verliere. Aber ich will ja nicht den mich entmutigen lassen. Denn Mahjong steht ja bekanntlich für Geduld und Ausdauer. Oder so.
denke ich halt mal, es ist so ein asiatisches Spiel ist und die stehen alle für sowas. Viele Steine sind sie wirklich nicht mehr. Jetzt könnte ich vielleicht wirklich versuchen nachzudenken. Nein, warte, jetzt kann ich gar nicht mehr nachdenken. Glaube ich. Ich glaube, ich habe es diesmal wirklich geschafft. Obwohl. Das passt einfach nicht. Schon das ist irgendwas Interessantes, glaube ich, aber nicht gelesen. Ah, ich hätte fast gewonnen. Also es waren diesmal wirklich nicht mehr Fehler. Aber ja. Das war wieder nicht geschafft. Und was soll ich sagen? Ich denke, es wird Zeit, das Let's Play für heute zu beenden. Und da ich, wie vorhin erwähnt habe, jetzt nicht wirklich Ahnung habe, was ich machen soll, also sollte ich nach diesem Let's Play immer noch nicht reich sein, was ich für äußerst unwahrscheinlich halte, nachdem das ein wirkliches Meisterwerk war, müsste ich halt noch eins aufnehmen. Also schreibt einfach in die Kommentare, was ich als nächstes machen soll, ob ihr irgendwelche Ideen habt für Spiele oder so. Oder ob ich nochmal Mahjong Let's Playen soll und welche Formation ich dann nehmen sollte. Also den Drachen gab es ja noch und die Schildkröte und so. Naja, danke fürs Zuhören und